Ne? Harte Kicks, harte Bässe, starke Sätze, wenn ich von wahren Taten spreche. Ist egal, ob's Angst macht oder Keks provoziert. Auf Realität pur, wenn die Tracks produziert. Auf Cash fokussiert, das Geschäft funktioniert. Hab mein Job getan, wenn dich der Track runduliert. DFJ. Immer mehr wollen nur das eine. DFJ 100% R&B and Hip Hop. Auf devj.de. It rocks. Rap on met fort, c'est un truc de ouf, poto. La tête de homme, c'est un truc de dingue. Eh, hey, on a passé une soirée, mais complètement folle, mon pote. T'as vu avec des rappeurs de ouf. T'as eu, tu démontes ta foule, mon pote. T'es complète, t'as eu. Et big up au frelon. Et en même temps, t'as eu big up aux tous les frères de Panam. FMR, le temps d'une vie, poto. Nasme, beefmaker, yeah, man. Big up, peace. Back you guys across Deutschland. So sieht's aus, Deutschland. Willkommen im King-Finale. Aber was wir jetzt die ganze Show über gesehen haben, war sensationell und das müssen wir euch erzählen. Hier oben hatten wir eine geile Cypher mit sehr viel Action. War die gut, macht mal Lärm. Und danach hatten wir eine wunderschöne Vorrunde mit sehr interessanten MCs. Hier unten war die gut, macht mal Lärm. Und danach gab es ein richtig geiles Halbfinale. Ey, ich schwör's euch, das war richtig geil. War das gut, macht mal Lärm. Und wie war das eben gesehene Finale? Ganz ehrlich, Alter, war das fresh? Macht mal Lärm. Ihr ganzen Leute auf AgroTV und in ganz Deutschland und Europa, guckt euch diese ganzen Battles an, guckt euch die ganze Scheiße an und wir geben euch dafür 10 Sekunden Zeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give me an O, yeah! Deutschland, willkommen im King-Finale. Wir haben jetzt hier zwei MCs, Alter, die Bock haben, sich bis aufs Fleisch zu Tode zu zerfleischen. Auf der rechten Seite der Herausforderer hat sich sehr stark hochgekämpft. Macht mal dafür Fat Cat! Und ganz entspannt auf dem Thron der legendäre und großartige King vom Rap am Mittwoch. Macht mal dafür Papi Schlau! Diese beiden MCs werden sich jetzt in 3 Runden a cappella komplett auseinandernehmen. Wollt ihr das sehen? Gib mir ein Hell yeah! Yo. So, der Herausforderer darf die Münze entscheiden. Ich nehme wieder den Kopf. Kopf! Papi Schlau. Ja. Papi Schlau soll anfangen. Dieses Mal 2 sehr ausgedehnte Minuten. 3 Schlagabtäusche. Papi Schlau, deine Zeit. Los. Yo, es ist Herbst und Blätter werden zu Laub. Ich betrete die Bühne und Rapper werden zu Staub. Sie bleiben ab jetzt bei Wettbewerben zu Haus. Das heißt, es gibt nur noch Rap-Konzerte mit Schlauch. Und du, mein Freund, hast nicht den Hauch einer Chance. Geh zurück auf dein scheiß Sofa und rauch deine Bonks. Du bist in meinen Augen nur ein harmloses Opfer. Ich hab weniger Respekt vor dir als vor einem einarmigen Boxer. Ich sag es dir nochmal. Und das ist keine lustige Phrase. Ich hab so keinen Respekt vor dir. Für dich ist mir sogar meine Spucke zu schade. Du bist so dumm, du denkst, Frutti die Mare kommt aus der russischen Sprache. Ab jetzt heißt es Fresse halten und rumhampeln, wie diese Frau aus der Bulli-Parade. Jetzt steht dir die Angst im Gesicht. Du hast Albträume gehabt. Der Punk ist gefickt und zur Salzsäule erstarrt. Jeder kann es riechen. Der Sucker ist extrem nervös. Fresse halten, Mike weglegen, runtergehen, Problem gelöst.
In meinem nächsten Clip sieht man, wie ich die Rapper hier gründlich bums. Sein nächstes YouTube-Video ist eine Selbstmordankündigung. Und du meinst, du bist ein Rapper, vor dem ich mich in Acht nehmen muss? Nein, du bist ein Schwätzer, der stets brav um 8 Zähne putzt. Du nichtsnutziger, begriffsstutziger Spast, gehst kaputt. Du glaubst fast jeden Stuss, zum Beispiel, wenn ich sag, du bleibst gesund, wenn du meinen Sack täglich lutscht. Und das machst du dann auch. Yeah. Dein sogenannter Rap-Stil ist längst out, so wie Fila und Puma. Du Spießer bist schwuler als ein lila Computer. Man sieht ihn hobbymäßig shoppen gehen bei Esprit oder Douglas. Er frisiert sich den Schädel, lackiert sich die Nägel und ist in der Rap-Szene, Drag-Queen-Szene besser bekannt als Gina DeLula. Fuck it, Mann. Wenn du gewinnst, dann bin ich von Kaiser von China und Kuba, damit mich auch meine spanischsprachigen Fans verstehen. Tu eres un hijo de puta. Schöne erste Runde von Papi Schlau. Mach mal Lärm für ihn. Exakt 2 Minuten. Sehr schön getimed. Sehr schön getimed. Yo, nun war's. Fat Cap, los geht's. Ich verstehe das alles gar nicht. Da Puta, spanisches Zeugs. Jetzt, yo, ich hab immer noch meine Probleme mit Deutsch. Yo, ich bin's, der Killer an der Bong. Es läuft rund wie im Baseballstadion. Ich hab deine Freundin in die Fresse gewichst, nachdem wir uns stundenlang liebten. Und dann stand ihr mein Name im Gesicht geschrieben. Also komm mir nicht mit Angst. Du möchtest gern Halsabschneider. Ich dein Schwanz lutschen, dicker, träum weiter. Rapper Mittwoch, was Prestige und Ansehen. Wenn ich sowas battle, brauch ich damit nicht groß angeben. Papi Schlauch oder Raffi Schmauch. Fuck ey Mann, da kack ich drauf. Was der macht oder tut, was mit Gegnerbezug. Einen leichten Sack wär doch schon mehr als genug. Weil der nur Scheiße quatscht, weil der nur Schwachsinn macht, weil der eine Meise hat. Mann, du bist ekelhaft. Papi Schlauch, der Kopf voll Filzläuse. Das wird nix heute, dämlicher Wichsbeutel. Du fickst doch noch nicht mal hässlich schwabbelige Bitchbräute. Selbst bei deiner Freundin trägst du maximal die Einkäufe. Krass behindert. Was machst du, Spassenkind da? Auf mich wirkt dein Rap spannend wie 2 Stunden Wartezimmer. Ich hab von dir genug, dir hört keiner mehr zu. Ich dreh dir in die Fresse und hab Scheiße am Schuh. Ich mach, dass der nie wieder rappen braucht. Ein Punch, du fliegst durch die Luft wie Zigarettenrauch. Wow, wow, klatsch, bang, hängst an der Wand wie ein Bild. Dein Rap klingt, als hätte deine Oma dich zu lange gestillt. Und was ist jetzt mit Schwanzvergleich? Allerhöchste Zeit sein als maximal ein Fingerbreit. Also laber nicht das Schmierige als Schweineschmalz. Selbst nach 10 Viagras kriegt er nicht einmal einen steifen Hals. Battle, immer wieder gegen irgendeinen psychisch Gestörten. Immer so ein Depp dabei wie bei den Filmen von Tim Burton. Sleepy Hollow, Köpfe rollen, du Freak. Dein Rap klingt mehr wie Charlie Schokoladenfabrik. Ich box dich in den Frühzeitruhestand. Das wie Sweeney Todd gegen Alice im Wunderland. Aber, was soll ich mit dem hier noch Zeit verschwenden? Ich will seine Freundin fingern mit Edward Scheren enden. Wow, schöne erste Runde von Fat Cap. Mach mal Lärm für die beiden MCs in dieser ersten Runde. Alles so für eure Unterhaltung. Los geht's, Papi Schlauch, deine zweite Runde. Bla bla bla, ey, diese Fotze ist so ekelhaft. Das wurde also aus meinem Solidaritätszuschlag. Ach du Scheiße, das ist nur ein ostdeutscher Spast. Nichts gegen Ostdeutsche, aber es ist das Problem, wenn man Kopfläuse hat. Du bist kein Rapper, du bist ein Hippie, der gegen den Klimawandel kämpft und seiner Freundin zum Jahrestag Energiesparlampen schenkt. Jedes Mal, wenn ein Baum stirbt, zündest du eine Kerze an und weinst. Wenn deine Mom nicht so viel furzen würde, hätten wir schon derbe viel erreicht. Aber die Alte kann nicht aufhören, Bohnen mit Zwiebeln zu fressen. Sie hat für Toastbrot mit Wienern und Speck und Schokopralinen eine Schwäche. Jeder kann die Olle leicht haben, das geht folgendermaßen. Man muss sie nur zu McDonald's einladen, zu Pommes mit Sahne, sie hält für einen besonderen Abend und will schon mit dir schlafen. Yo, Fat Cap, zurück zu dir, du Hippie.
Du kämpfst gegen das Jagen von Walen. Ich darf dir verraten, ich bin Experte mit Walfischsalaten. Es ist so, dass ich mir selten mal einen Doppelwopper kaufe und wenn doch, dann hau ich mir eine fette Pottwalflosse drauf. Da kannst du scheiß Hippie nur vor Entsetzen schreien. Ich überfalle regelmäßig Metzgereien und schieb mir ein fettes Schwein direkt hinein. Sonst schmeckt echt geil. Du Hippie! Ich seh's dir an, was, Rumhänger? Du bist ein Hippie, der nicht aufhört, gegen höheren Lohn zu kämpfen. Du hast vorhin schon Johnny genervt, ob sie hier auch Ökostrom verwenden. Wenn nicht, dann willst du sagen, Mensch, das finde ich ja total krass. Entspann dich, deine Olle strampelt hinten auf dem Fahrrad. Yo. Scheiß Hippie. Alter, das ist echt nicht zu fassen. Der fickt Baumlöcher so hart, dass sogar Spechte erblassen. Schöne zweite Runde von Papi Schlau, Mama Lärm für ihn. So. Fatcap, deine 2 Minuten, los geht's. Yo, 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 dieser Schlauch, der denkt ja voll gut, voll gut. Schreib seine Texte in der Küche, schreib doch ein Kochbuch. Madawaka, ich klemme deine Freundin in der Badewanne. Bei dir macht sie immer nur die Energie-Fick-Sparschlampe. Yo, also was, yes, yo, du, meine Freundin Ficker, ja, ja, klar, du schwuler Hipster, ich find's witzig, 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 was für Penner hier ins Battle kommen, dein Zuhause Pappkarton, zwischen Müll und Abfalltonnen, ich rap, und seine Haudi läuft geradeaus, Marathon. Ich töte Wack-Rapper, eiskalt wie Berggletscher. Geh besser, du hast den IQ von einem Erstklässler. Ich fick dich, du machst dich vom Acker wie ein Mähdrescher. F zum Cap, scheiße, wer ist der Stresser? Hä? Fuck, Papi Schlauch. Was denn das für ein behinderter Name überhaupt? Und wie du wieder aussiehst? Outfit aus der Kleiderspende? Was ich mit so einem Penner überhaupt noch meine Zeit verschwende? Was mit Hände? Ich find dich sau doof, ich klatsch die Haut tot. Papi Schlauch bot, du auf geblasener Idiot, hast so viel Flavor wie ein grün-blau vergammeltes Stück Brot. Das Potenzial, was in jedem stecken könnte, bis auf seine Faust, war da nix, null, nada, niente. Hier geht's um dicke Eier, amigo comprendre. Doch, sorry, dir fehlen die Argumente. Du bist langweilig, langweilig wie Kräutertee. Du wirst nicht gesponsert, Dicker, das ist die Halsarmee. Ich leg dir die Karten wie Schlampen, die sagen, du hast kein Dach über dem Kopf und trotzdem einen Dachschaden. Papi Schlauch, du siehst sehr hässlich aus. Ein dämlicher Lauch, der unbedingt mal vor die Fresse braucht. Kriegst du auch. Du denkst, dass ich nur Witze mache? Wenn ich mit dir fertig bin, passt du Wichser perfekt in eine Kippenschachtel. Du hast eine Fresse wie von einem anderen Planeten. Probleme mit Unternehmen wie Hass und Kollegen. Jede Mahnung? Eine weitere Existenzkrise. Der ist fast so broke wie ich, ohne King- und Champ-Titel. Yeah. Schöne zweite Runde von Fat Cap. Macht mal Lärm für diese zweite Runde. Eine Runde von beiden MCs kommt noch auf euch zu. Das sollte der Orgasmus werden, ja? Okay, ja, jetzt habt ihr wieder Bilder im Kopf, Männers, wa? Ja. So, Ladies and Gentlemen, los geht's! Yeah, ich wusste es nicht, doch bekannt werden ist was ziemlich Geniales. Ich kann seit neuestem bei Rewe einen Großeinkauf per Freestyle bezahlen. Du dober Hippie willst bloß einen Whisky und bittest den Kassierer um Gnade, doch er würde ihn dir nicht mal geben, würdest du ihm einen blasen. Denn du bist hässlich, ja, das Schicksal bumst ihn hart. Frauen schauen ihn an und werden unfruchtbar. Oh, und an Halloween musste er sich mit der Fresse gar nicht mal verkleiden, um Panik zu verbreiten. Er musste nur Hallo sagen und die Damen waren am Kreischen. Und du willst heute Abend hier was reißen? Da habe ich meine Zweifel. Denn du laberst noch mehr Scheiße als der Papst oder die Geissens. Yeah, also wie zum Henker willst du battlen? Das ist komplett aussichtslos. Bevor du gewinnst, halten sich Berliner an das Rauchverbot. Letztens traf er seine erste Frau. Es war eine erste persönliche, richtige Begegnung.
Sie wollte seinen Namen wissen und ob er Single ist, für eine statistische Erhebung. Und kurz darauf fragt ihn eine andere, na, wie geht's dir? Hast du Bauchschmerzen? Na, was soll sie auch anderes machen? Sie war seine Hausärztin. Und du hast keinen Stolz. Aber woher denn auch? Er wurde als Kind von seinem Opa zu Hause so sehr missbraucht, dass er heute bei jedem länglichen Gegenstand denkt, oh Scheiße, holt mich hier raus. Deshalb großen Applaus, er hat sich ans Mikrofon rangetraut. Yeah. Er erträgt diese Schande nur, indem er auf seinen Popeln rumkaut und Opium raucht. Der ist so erbärmlich, dass er Obdachlose ausraubt und auf Flohmärkten klaut. Letztens hat er seine Sternstunde bei Wetten, dass, denn dieser komische Kauz kennt sich geschmacksmäßig hervorragend mit benutzten Klobürsten aus. Und du Spasti willst hier betteln, du kriegst nicht mal die Krone im Traum. Was ich hier gerade gesehen habe, war zwar kein Selbstmord, aber trotzdem Tod durch den Schlauch. Time! Schöne dritte Runde! Schöne dritte Runde von Papi Schlauch vom aktuellen King. Schöne. Kommen wir zur letzten Konterrunde vom Herausforderer von Fat Cap. Bitte konzentriert euch und danach treffen wir eine Entscheidung. Los geht's. Schöne Runde, Binu, yes, yo, ich klatsch dich mausetot. Und danach gibt's in diesem Laden jetzt auch Schlauchverbot. Offiziell, ich guck, wo sind die Gegner? Ich krieg 400 Euro und der Rabatt bei Edeka. Yes, yes, ja. Yeah. Warum willst du damit angeben? Da müssen wir nochmal überlegen. Soll ich dem die Hand geben? Rapper am Mittwoch, dritte Runde, herzlich willkommen. Dritte Saison, höchste Zeit, dass Pisser wie der mal wieder Dritte bekommt. Yeah! Check! Was ne Buh! Check! Dritte bekommen! Ich zeig deiner Mama ein paar Fingerspiele, penetriere sie im Rhythmus einer Nähmaschine, hab ich heute schon mal gesagt. Also egal, du hältst dich für den römischen Cäsar, für mich bist du das Hässlichste auf Erden seit Adam und Eva. Yes, yo! Was Freestyle King? Du bist ein faules Stück Scheiße, ich klatsch dich jetzt raus, du Pfeife! F, du the motherfucking Cap! Was Battle Rapper? Ich bin Schädelspalter, halt dein Maul, Kleiner! Ich hab die Gunne im Halfter und versetz dein Kreislauf in Panik, das ist Attila, Halbautomatik. Und? Du möchtest gern G, hast nichts geschnallt, wie wenn du bei einer Vollbremsung durch die Windschutzscheibe fliegst, ich töte Wack MCs, häng sie an Haken wie Würmer, verpasst dir mehr Kicks als diese Basketballfirma. Dass du hier stehst, passt weniger als egoistische Stürmer, dein Rap ist sinnloser als ein vegetarischer Döner. Yeah. Ja, Papi Schlauch. Ja. Also. Du bist der Idioten, scheiß auf Fame und Promotion. Du bist eine Schwuchtel in Strumpfhosen und wirkst auch ohne gesungene Strophen wie der deutsche Frank Ocean. Schwul! Schön mal auf deinen Punkt, bitte. Ja, ich werde dann auch am Ende. Langsam. Ist das deine dritte Runde? Okay, dann herzlich. Willkommen, wir haben es geschafft! Mach mal Lärm für diese beiden MCs in diesem großartigen King-Finale! Mach mal Lärm! Du hast deinen dritten Part ein bisschen verloren, aber egal. Ey, ganz ehrlich, war das ein korrektes King-Finale? Mach mal richtig Krach für diese beiden MCs, Mann! Woo! So, es war wirklich ein krasses Battle. Wir werden jetzt wieder Titel verteilen und Geld. 600 Euro ist im Preispool, 400 für den King, 200 für den Champion. Wir werden sehen, was passiert. Ihr habt das in eurer Hand. Konzentriert euch gut. Sammelt euch einen Augenblick. Denkt nach. Und jetzt frage ich nach eurer Entscheidung. Oh, ist geil, wenn die Leute so nachdenken. So, ey, hast du diese Punchline und das, bla bla. Wie Quartettspiel mit Karten. So, mein Dings schlägt das, dies, das. Okay, egal. Auch ihr Homies. Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände für den MC auf meiner linken Seite, der angefangen hat in diesem King-Finale. Der aktuelle King hier auf meiner linken Seite. Zeigt mir eure Hände für Papi Schlau. Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände für den MC auf meiner rechten Seite für seine A Cappella-Parts. Der Herausforderer, der sich durchgekämpft hat von der Vorrunde bis ins King-Finale. Zeigt mir eure Hände für Fat Cat. Der King ist und bleibt der King!
sie dir und willst du irgendwas sagen? Nimm das Mic in die Hand, Dicker. Willst du was sagen? Ja, es war mal schön, wieder weiter als die Vorrunde zu kommen. Geil. Ich bin der Meinung, mach mal Lärm. Mach mal Lärm für Fat Cat. 400 Euro für dich, Papi Schlauch. Titelverteidigung, noch ein King-Titel auf deinem Konto. Willst du was sagen, Alter? Wahnsinn, Mann. Jetzt muss ich die Uni komplett schmeißen, weil ich nur noch 2 Wochen habe zum Texte schreiben. Ja, würde ich auch sagen. Macht mal richtig Lärm für diese beiden MCs. Yeah. Helft ihr mir bei der Hymne, Alter? Hilfst du mir bei der Hymne, Dicker? 3 Stunden auf der Bühne. Ja. Alle Hände hoch für echten Hip-Hop. 3, 2, los geht's, ey. Rapper Mittwoch, kommt alle Mittwoch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle Mittwoch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle Mittwoch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle Mittwoch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Ich sag Fan, ihr sagt Cap. Ihr sagt Mittwoch, Rapper Mittwoch, Rapper Mittwoch. Ich sage Hip-Hop, ihr sagt Musik, Hip-Hop, Musik, Hip-Hop, Musik. Leute, kommen wir, würde ich sagen, ey, auch ein sensationelles King-Finale, ja? Fat Cap, extrem souverän, gegen Papi Schlauch, ein neuer Stern am Himmel. Der erste Rap am Mittwoch King in dieser Saison, der einen Titel verteidigt hat. Das ist das Schwerste. King werden ist nicht so, als schwer, aber verteidigt. Das ist noch schwerer. Das ist jetzt passiert, jetzt gelungen. Fat Cap, wie war das, auf Papi Schlauch zu kommen? Das war geil. Ich habe ja einfach meine Show durchziehen wollen. Hab versucht, ihm zuzuhören, immer was Geiles rauszuziehen. Mindestens 4 Bars, weil ich kontern kann. Und im dritten Part hat man halt einfach gemerkt, okay, jetzt hängt was. Und dann habe ich die Crowd verloren. Und ich glaube, das Ding war, was ich auch zu ihm meinte, in der dritten Runde, wenn du dennoch noch aufhörst, die erwarten einfach die Explosion. Und dann ist so der Hänger dazwischen und dann kommt es nicht und dann verkackt. Und es war so 3 geile Parts gegen 2,5 geile Parts. Und deswegen hat er gewonnen. Ich hab das bei dir auch gemerkt so. Du rennst sehr viel rum auf der Bühne so und dann hast du irgendwo den Faden verloren. Und dann war das irgendwie wie so ein Löwe, der die ganze Zeit rechts und links im Käfig rumrennt. Ah, da ist noch ein Stück, da ist noch irgendwas. Das könnte ich noch sagen. Ah, scheiße, hab ich schon gesagt. Und da muss ich mal dich fragen, Papi Schlauch, so. Du hast jetzt zweierlei Erfahrungen gemacht. Die Erfahrung gemacht, hierher zu kommen, King-Finale nicht zu schaffen. Dann hast du die Erfahrung gemacht, hierher zu kommen, King-Finale zu schaffen. Und nun hast du ja die Erfahrung gemacht, King-Finale zu verteidigen. Wie kannst du diese 3 Sachen einordnen? Was ist das Schwerste? Und wie war das gerade in dieser Vorbereitung für dich? Also ich sag erstmal, das Schwierige heute war, dass ich einen Kaltstart hinlegen musste. Ja? Das ist krass. Ja, also von 0 auf 100 in einer Sekunde muss ich irgendwie präsent sein, ich muss zuhören, ich muss in die Reim, in den Modus kommen und so. Und das hatte ich vorher nicht, weil ich mich jedes Mal so ein bisschen reinsteigern konnte von Runde zu Runde. Und das war heute... Und das ist King-Level. Verstehst du, was ich meine? Von 0 auf 100 sofort da zu sein, das ist King. Ja, auf jeden Fall. Und andere Sachen sind schwieriger, weil man halt viel mehr Sachen braucht, wenn man Runde für Runde überstehen muss. Also die Sache mit dem King-Level, das bringen wir dir bei. Wenn du in meinem ich bin ein sehr persönlicher Mensch. Also ich mag es gerne, wenn ich mit meinen Künstlern auf du bin. Okay. Ja, und ich hoffe, dass sie bald in meinem Kader sind. Ja. Und das werden wir ihnen schon beibringen, von 0 auf 100 zu kommen. Aber ich muss sagen, Herr Kinski, ich weiß nicht, wie aufmerksam Sie waren. Das hat er doch heute geschafft. Er hat den Titel verteidigt und keine Ahnung, ich habe in dem Moment, ich weiß, ich habe Sie nicht gesehen. Sie waren, oder doch, waren Sie irgendwo vertreten, vielleicht waren Sie abwesend. Aber er hat den Titel verteidigt, er kam von 0 auf 100 und ich muss da kurz mal nochmal nachhaken. Wie war das in der Vorbereitung für dich? Das ist sehr schwer, oder? Wie war das? Ja, erstmal die neue Situation. Ich bin der King und Leute werden sich auf mich vorbereiten, aber ich weiß nicht, gegen wen ich antrete. Vielleicht potenziell er, aber trotzdem muss ich so allgemein bleiben, dass ich die Lines, die ich habe, gegen jeden rappen könnte. Und das war nicht so leicht. Ja. Also man hat klar gesehen, dass bei Fat Cap es sehr gut angefangen hat und dann leider schwächer geworden ist. Und bei ihm war es genau andersrum. Und das ist halt dann bitter, wenn der dritte Part von ihm krass wird und bei ihm dann halt mit Hänger. Wobei ich genau das gedacht habe, wenn du jetzt einen soliden Part rappst wie vorher, zweite, erste Runde, dann bist du locker.
locker durch so, mit zwei, drei Highlights am Ende, dann hast du es gewonnen. Aber gerade du sagst, dieser Hänger hat dir so die Luft rausgenommen und Papi Schlauch hätte ich, glaube ich, irgendwie auch versucht, mehr individuell zu fronten. Also wenn ich ihn sehe, so, ich glaube, er trägt immer die gleichen Klamotten. Aber er hat schon richtig miese Personals gehabt, Papi Schlauch, vor allen Dingen, ich glaube, es war in der zweiten Runde. Das war teilweise, ich dachte teilweise, jetzt hat er die Oberhand. Eigentlich hast du es selber. Du hattest die Oberhand und du hast einfach selber die Lost genommen. Herr Kinski will dazu. Ja, die Sache ist, ne, meine Rapper in meinem Kader sind ja Raubtiere. Ne? Und so werden sie auch trainiert. Rauben, essen, jagen, beißen, reißen. Das sind meine Leute. Ne? Und man muss ganz klar sagen, er hat hier die Nase vorn gehabt. Ne? Aber es ist halt so eine Energiesache. Man muss seine Energie trotzdem sparsam einteilen. Ne? Also man merkt, okay, da ist eine Gnuherde, dann reiße ich ein Gnu, ne? Aber davon wird mein Wolfsrudel nicht satt. Ne? Da muss man genug Energie haben, um das zweite Gnu, das dritte Gnu, das vierte Gnu. Und in der letzten Runde hat es an der Kondition ein bisschen, also der Konzentration ein bisschen gemacht. Also bei Ihnen muss ich ehrlich sagen, Herr Kinski, Sie scheinen auf jeden Fall mehr Ahnung von der Großwildjagd zu haben als vom Battle Rap. Aber nichtsdestotrotz, solange Sie auch noch ein bisschen mit Greenpeace zusammenarbeiten und nicht dafür sorgen, dass die Tiere gänzlich aussterben da in Afrika, wo Sie ab und zu mal hinfahren. Aber ich muss mal ganz kurz nachhaken. Entschuldigen Sie, Herr Kinski. Das war schon ein Tiefschlag von Ihnen, ne? Das wissen Sie ganz genau. Naja, ich nenne es einfach mal satirischen Journalismus. Andere aus, das werden wir mal ein Wörtchen miteinander reden. Naja, das können wir gerne tun. Aber ich möchte erstmal über Fat Cap nochmal sagen. Eine Sache sagen. Ich habe das Ding, das Tödlichste ist, den Hänger in der dritten Runde zu haben. Wäre das in der ersten passiert? Ja? Ich habe auch von den Leuten gehört, so, die erste war cool, die zweite war richtig killer. Und die dritte ist halt nicht mehr rangekommen so. Ja, man setzte die Messlatte ja auch auf ein Level. Aber ich glaube, insgesamt war das als Entertainment für alle Leute sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, noch eine Ansage. Also jeder, der irgendwie Freestyle-mäßig was auf sich hält, soll jetzt zuhören. Und zwar am 1. Dezember findet im Aratta-Club in Moers ein Schlachtfest statt, was das deutsche Freestylen angeht. Da kommen Größen wie Kusi, Duff, X42 oder Native. Jedem, der ein bisschen Anteil genommen hat an den letzten Jahren im Freestyle-Rap, dürfen diese Namen einiges sagen. Deswegen, wenn ihr denkt, ihr habt Eier, kommt dahin und wir werden uns fetzen. Ich werde auch da sein. Es wird ein Schlachtfest von nur Vierzeilern sein, keine Texte und nur Konter. Sehr interessante Sache. Ich hoffe, die Jungs lassen sich vielleicht auch mal in Berlin blicken, weil hier wollen wir Dreidimensionalität bei den MCs hervorbringen und das haben wir bei dir großartig geschafft. Ich glaube, du wirst denen vielleicht in einigen Sachen überlegen sein. Wir werden sehen. Herr Kinski ist beleidigt, obwohl ihm die Schlussworte gehören. Schauen Sie mal. Herr Kinski! Sie sind jetzt beleidigt, weil ich Sie mit Ihrer Großwildjagd konfrontiert habe? Also Sie haben noch die Schlussworte. Also ich habe keine andere Wahl. Es ist immer das Gleiche. Ja? Sie haben die Schlussworte. Und ich musste Sie deshalb zurück in diese Show holen. Ja, jetzt machen Sie es mal nicht schlimmer, als es ist. Ja, Sie sind abhängig von mir. Ich zahle Ihr Gehalt. Vergessen Sie das nicht, ich werde Ihre Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass ich meine Meinung sage. Jetzt hören Sie auf zu streiten. Sie sind ja wie ein kleines Mädchen. Nee, Sie sind einfach... Darf ich mal die Schlussworte sagen? Ja, danke. Ja, machen Sie das. Aber werden Sie doch jetzt nicht zickig. Hier wachsen ja richtige Titten. Deutschrap ist schon viel besser geworden. Aber es reicht uns noch.